Heute möchte ich eine etwas außergewöhnliche G-Shock vorstellen. Es handelt sich um die GWM B5000D-1ER. Das ist das Modell, was Casio zum 35-jährigen Jubiläum der allerersten G-Shock aufgelegt hat. Die Uhr ist komplett aus Metall, enthält Funk- und Solartechnik und als Zugabe auch Bluetooth, damit man sie mit dem Mobiltelefon koppeln kann und per Mobiltelefon-App einrichten, Alarme setzen und auch die Zeit synchronisieren kann. Was ich von diesem Feature halte, werde ich euch im Video ganz genau zeigen. Ich bin von der Uhr unterm Strich sehr begeistert. Für den Preis bekommt man eine ordentliche Verarbeitung mit einigen Punkten, die ich sogar außerordentlich finde. Und auch das möchte ich euch im Video genau zeigen. Ich werde aber auch zeigen, was ich nicht mag, was mir nicht gefallen hat. Aber das ist deutlich weniger als die positiven Seiten. In diesem Sinne, viel Vergnügen bei dem Video und hinterlasst auch gerne einen Kommentar, was euch gefallen hat oder was eventuell besser gemacht werden könnte. Und jetzt viel Spaß! Das ist sie also, die G-Shock zum 35-jährigen Jubiläum der Ur-G. Sie ist, wie erwähnt, komplett aus Metall. Auch der Boden ist aus einem brünierten, beschichteten, eingefärbten Metall und hat, hier kann man es, glaube ich, ganz gut erkennen, nicht die üblichen Schrauben, mit denen der Blechboden festgehalten wird, sondern hat hier richtige Einkerbungen, um mit einem entsprechenden Schlüssel anzusetzen und den Boden aufzudrehen. Insofern tatsächlich deutlich hochwertiger gemacht als die Standardvarianten. Was gibt es über die Uhr zu sagen? Zunächst einmal das Wichtigste. Der UVP, der unverbindliche Verkaufspreis, liegt bei 499 Euro. Bezahlt habe ich 356 Euro. Ist die Uhr meiner Meinung nach 499 Euro wert? Ich vermute ja, aber ich glaube, ich hätte sie nicht dafür bezahlt, denn das ist ein Preis, wo ich persönlich sehr, sehr zögerlich werde, für eine G-Shock so viel Geld auszugeben. Auch bei 356 Euro habe ich gezögert, aber dann doch zugeschlagen, weil ich davon ausgegangen bin, dass sie nicht billiger wird. Die Uhr hat im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das Kunststoff-Vorgängermodell, ist aber in den Ausmaßen etwas größer. Lasst mich das einmal zeigen. Also es ist wahrlich keine kleine Uhr. Wir haben hier fast 32 mm von der Seite zur Seite und bei dem Schwesternmodell aus Plastik ist es geringfügig weniger. Am deutlichsten macht sich der Unterschied im Gewicht bemerkbar. Ich habe bereits einige Bandglieder entnommen und an meinem Arm kommt die Uhr auf 158 Gramm. Das Schwesternmodell aus Kunststoff bringt es auf gerade einmal 52,51 Gramm. Ja, was müssten wir jetzt alles dazu packen, um das gleiche Gewicht am Arm zu haben? Ihr kennt vielleicht diese Entscheidungswürfel, ich gehe irgendwann schlafen und bade später oder was auch immer, aus massivem Holz. Wir packen sie mal dazu.
Ach, was habe ich sonst auf dem Schreibtisch rumliegen? Ich hätte hier eine kleine Batterie. Auch die packen wir dazu. Was gibt es sonst noch, was wir dazu packen könnten? Ich greife mal einfach um mich. Wir haben hier einen Sinn-Kugelschreiber mit Mine. Wunderbar, funktioniert. Und auch den packen wir dazu. Sind bei 106 Gramm. Ja, dann hätte ich jetzt hier noch eine Brille, die ich anziehe, wenn ich Mountainbike fahre, damit ich keinen Dreck in die Augen bekomme. Wir packen sie auch noch mal dazu. Dann sind wir bei 136 Gramm. Was könnten wir sonst noch dazu packen? Ich habe hier noch ein paar Schnürsenkel liegen. Keine Ahnung, wie schwer die sind. Packen wir auch noch dazu. So. 149 Gramm. Jo, jetzt gucken wir uns das Ganze an. Also, diese Uhr ist so schwer wie der ganze Haufen. Das heißt, wenn ich mir diese Uhr an den Arm binde, habe ich alles das quasi mit am Arm. Nur so als Vergleich, damit man weiß, auf was man sich einlässt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nicht so wichtig. Ich fand das mal ganz interessant zu sehen, wie schwer so eine Uhr in realen Dingen ist. Was gefällt mir besonders gut an der Uhr? Vom Gewicht abgesehen mag ich, dass die Uhr, also dieses Modul, was hier verbaut ist, das ist das Modul, na, wo kann man es sehen? Hier kann man es sehen. Das Modul 3, 4, 5, 9. Dieses Modul bietet die Option, den Wochentag in Deutsch und auch das Datum in der deutschen Schreibweise darzustellen. Das kann man beliebig auswählen und auch den Wochentag in noch weiteren Sprachen darstellen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich musste mich zunächst daran gewöhnen, weil die meisten G-Shock-Modelle es auf Englisch machen. August the 5th. Und das MO steht hier für Monday und nicht für Montag. Das ist heute nur zufällig gleich. Die Uhr ist abwechselnd mit satinierten und glänzenden Flächen versehen, wobei das Metall ganz offensichtlich etwas kratzeranfälliger ist als bei meinen anderen Uhren. Ich habe sie jetzt 3 oder 4 Tage am Arm gehabt und hier oben kann man bereits erste Kratzer je nach Lichteinfall sehen. Aber es handelt sich um eine G-Shock und nicht um eine wertvolle Uhr, ein Schmuckstück, sondern es ist wirklich für mich trotz des etwas höheren Preises ein Funktionsgegenstand. Und somit dürfen auch Kratzer drankommen. Das Band würde ich euch gleich gerne noch separat zeigen, deshalb springe ich zur Schließe. Auch hier eine Schließe mit massivem Metall gefräst, wirklich nicht schlecht gemacht, mit der häufig anzutreffenden Pin-Schließe, leider ohne Sicherheitsbügel, was ich sehr schade finde. Und auch auf der Schließe finden sich bereits erste Kratzer, aber das ist bei mir sowieso immer die erste Stelle, wo Kratzer ins Band kommen. Die Druckpunkte der Schließe sind sehr angenehm, nicht zu fest, nicht zu weich und sie ist auch kein einziges Mal von selber aufgegangen. In diesem Punkt würde ich sagen, gut gemacht. Was ich ebenfalls sehr schön finde, die Schließe ist sehr flach. Sie ist kaum höher als das Band und auch von vorne trägt sie nicht auf, steht nicht über, es sei denn, man knickt das Band genau an der Schließe. Aber das wäre eine sehr komische Armform, wenn das Band so knicken würde. Üblicherweise liegt es auf und es ist wirklich sehr angenehm zu tragen und stört in keinster Weise. Die Schließe hat 4 Löcher zur Feinverstellung. Auch das finde ich sehr angenehm und entspricht
dem heutigen Standard, würde ich sagen. Funktionsmäßig gibt es hier die Uhrzeit, mehrere Weltzeiten, eine Stoppuhr, einen Countdown-Zähler. Bei beiden Funktionen finde ich es sehr angenehm, dass die Uhrzeit innerhalb dieser Funktionen weiter angezeigt wird. Hier unten läuft die Stoppuhr und da oben ist die aktuelle Uhrzeit, allerdings ohne Sekundenzähler. Gleiches gilt auch für den Countdown-Zähler. Stoppuhr und Countdown-Zähler nutze ich regelmäßig. Die Alarme muss ich gestehen, so gut wie nie, weil ich sie einfach nicht höre und mir zu leise sind. Über die Handy-App ließen sich theoretisch noch Erinnerungen wie Geburtstage einstellen, aber somit komme ich zu einem Punkt, der für mich wirklich ein Negativpunkt ist. Ich habe mehrfach versucht, die Uhr über Bluetooth mit meiner Handy-App zu verbinden. Die erste Verbindung funktioniert und beim zweiten Mal stürzt die App verlässlich, regelmäßig und wiederholbar ab. Und zwar völlig egal, ob ich das Handy komplett resette, ob ich es neu starte. Ich muss die App deinstallieren, neu installieren, kann mich einmal verbinden und danach passiert wieder genau gar nichts. Deshalb habe ich diese Funktion deaktiviert. Ein zweiter negativer Punkt, wobei ich aber noch nicht genau weiß, ob es vielleicht an meiner Einstellung liegt, das muss ich noch austesten. Hier über dem Wochentag sollte ein RCVD stehen, ein Received für den automatischen Empfang des Funksignals, um die Uhrzeit einzustellen. Das hat bei mir bisher nur ein einziges Mal funktioniert. Der manuelle Abgleich mit der Atomzeit funktioniert hingegen sehr zuverlässig. Insofern möchte ich das noch nicht als negativen Punkt anmerken, nur als Hinweis, dass ich hier ein Problem vermute, es aber noch nicht ganz ausschließen kann, dass es nicht auch ein Bedienfehler meinerseits ist. Lasst mich bitte noch etwas genauer auf das Band eingehen, denn das fand ich aus mehreren Aspekten heraus sehr schön. Hier ist das Band, was ich entnommen habe. Die Rückseite ist einfach gehalten und satiniert und das ist die Vorderseite. Upsala, kleines rutschiges Ding. Auf der Vorderseite kann man ganz gut erkennen, dass die großen Teile des Bandes satiniert sind. Diese Bereiche sind satiniert. Aber am Ende des Bandes ist ein kleiner Winkel, eine kleine Phase reingeschliffen und diese ist poliert. Wirklich schön gemacht. Und auch die oberen Seiten des großen Stücks sind ebenfalls poliert. Hier und dort ebenfalls mit einem sehr kleinen Winkel versehen. Ebenso wie diese, wie kleine Nieten anmutende Löcher, die aber letztendlich wirklich bloß Einbuchtungen im Glied sind. Auch die sind poliert. Für eine Uhr in dieser Preisklasse und einem Vollmetallband finde ich das schon recht aufwendig gemacht. Das Band ist sehr beweglich, ohne sich zu stark zu verdrehen. So kaum Spiel, auch in diese Richtung nicht sehr viel Spiel. Trotzdem sehr flexibel und bequem am Arm zu tragen. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass die Glieder durch Federstege gehalten werden. Wirklich toll zu wechseln und wenn ein Federsteg bei unseren Uhren hier oben am Gehäuse hält, warum soll er nicht auch das Band halten? Man braucht lediglich einen Dorn, einen Stiftdrücker oder ähnliches,
und kann die Federstege zusammendrücken und die Glieder wechseln, ohne weiteres Werkzeug. Gut gemacht, finde ich. Hier kann man auch sehen, ein relativ breites, großes Loch, durch das der Federsteg geführt wird. Schuldig bin ich noch das Bild dieser vergleichsweise großen Uhr am Arm. Ich muss sagen, ich habe sie jetzt mehrere Tage getragen und finde sie wirklich sehr gelungen. Eine wunderschöne bläuliche Hintergrundbeleuchtung, die langsam eindimmt und langsam ausdimmt. Die Beleuchtungsdauer lässt sich einstellen, wahlweise 2 oder 4 Sekunden und auch als Autobeleuchtung durch Drehen des Handgelenks. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, hinterlasst gerne eine Bemerkung oder aber empfehlt mich weiter. In diesem Sinne, euer Watchmaxe.